Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Und ich sehe beide Mannschaften angeführt vom Schiedsrichtergespann, jetzt am Rasen angekommen. Auch den gibt es leider wegen des Balkens nicht. Jetzt kommt die Flanke rein, die kommt nicht schlecht. Und dann geklärt auf der Linie nach diesem Kopfball. Gut durchgesteckt jetzt von Dominik Kinscher zu Sven König. Der leitet weiter zu Gianluca Doro. Nochmal den Ball nochmal zurück. Und der ist ein bisschen zu spitz von Gianluca Doro. Und hohes Pressing war ja auch so eine Sache, die er sehen wollte. Das war jetzt extremst unglücklich. Und jetzt machen sie es gut. Und da ist das 1:0. Wahnsinn, Tollhaus, Stadion Ost hier in Bitburg. Und ich habe nicht gesehen, wer der Schütze war. Ich auch nicht. Ich glaube, es war Pascal Müller. Wir werfen noch mal einen Blick drauf auf diese Situation. Dass Taher Paran ausrutscht, dann kommt der Ball von Sieger perfekt auf die linke Seite und da behält Pascal Müller, da lege ich mich jetzt mal fest. Ja, es war Pascal Müller. So, gut den Ball da im Spiel gehalten, Doro auf Garnier und der nimmt noch mal ein bisschen das Tempo raus. Maurer, ja, mit einem schönen Pass da durch die Mitte, schön auch ausgelegt von Kinscher auf Bösen. Und nochmal zu Kinscher und da ist ganz trocken das 1:1. Also keine 10 Minuten braucht der SVE hier, um zum Anschlusstreffer zu kommen. Genau, wir hatten es ja auch vorhin so ein bisschen thematisiert, lange Bälle eher nicht das Mittel der Wahl und hier haben wir wirklich eine feine Kombination drin. So sehen wir es. Nochmal der Ball raus auf die rechte Seite von Kinscher und dann per Doppelpass bekommt er das Ding zurück, klebt eine Briefmarke drauf und wirft das Ding in den richtigen Schlitz ein und weiß natürlich auch, dass Dankeschön gilt Vincent Bösen. Jetzt hat das Sven König etwas Platz, wenn er den Ball im Spiel behält, das schafft er, könnte jetzt flanken, flankt in die Mitte. Nachschusschance durch Kinscher. Mal abgeräumt. Nochmal Kinscher. Pfosten. Riesenglück für die Hausherren. Und da werfen wir nochmal einen Blick drauf. Zunächst zu zentral geklärt. Genau auf Kinscher. Und Kinscher im Fallen. Und da macht's Patch. Aluminium. Ja, absolut. Anfangs Euphorie so ein bisschen verflogen beim FC Bitburg. Jetzt gut durchgelassen von Doro. Und das 2:0. 2:1 für die Eintracht. Zweimal durchgelassen, ganz stark gedacht. Und dann der flache Schuss wieder in die gleiche Ecke. Und der war, glaube ich, zu schwer zu sehen für Dominik Tömmels. Ja. Und deswegen. Und vor allen Dingen war der auch super, super platziert gesetzt von unserer Nummer 9, von Vincent Bösen. Bösen, genau. Und da sehen wir es nochmal. Der erste lässt durch, der zweite lässt durch und dann ansatzlos verwandelt von Vincent Bösen. Und unten links, da sieht man Thomas Glasen und hier auch den Rest der Bank, die aufgesprungen war. Simon Maurer klärt nach außen. Ja, und die Flanke kommt noch rein. Aber kann nicht mehr gedrückt werden. War eine Etage zu hoch. Und jetzt müssen sie näher ran an ihre Gegenspieler. Gerade an ihn hier, gerade an Benjamin Sieger. Ja, da hat der Schiedsrichter Justin Hassmann aber direkt gesagt nein. Und er hatte auch einen guten Blick. Schauen wir nochmal drauf. Ja, erstmal Sieger, der wirklich ein starkes Spiel macht. Ja, und es ist natürlich nicht hundertprozentig aufzuklären, aber es sah mir auch ganz deutlich nach nichts aus. Ja, guter Ball da von Doro auf Herber. Zweiter Ball nochmal bei
Doro. Jetzt im Strafraum bei Daniel Hammel. Immer noch Daniel Hammel am Ball. Hammel in die Mitte. Da ist Doro. Der wird abgeräumt. Gibt den Elfmeter. Ich glaube, einen klareren Elfmeter kannst du fast nicht sehen. Ja, da kommt Dominik Thürmes zu spät mit seinen Kraken. Da der Top-Pass auf Doro. Genau, und der langt dann zu beim Umrunden. Und jetzt die Chance in der 37. Minute. Leder hat sich Vincent Bösen geschnappt. Könnte hier aufs 3:1 erhöhen. Und so ist es, eiskalt. Diesmal ist es die linke Ecke. Und Vincent Bösen markiert hier das 3:1. Da sehen wir es nochmal. Kurz verzögert und dann die Ecke ausgesucht. Boah, segelt am Ball vorbei. Roth sucht direkt den Torversuch, zieht ab, markiert das 4:1. Satter Schuss. Und wie kann man sich besser zurückmelden als durch dieses Tor und durch diesen Abschluss. Welcome big back, Mo. Und auch mit der Einwechslung von Maurice Roth beweist Thomas Glasen ein glückliches Händchen. Hatte ja im Heimspiel am vergangenen Wochenende auch Daniel Hammel als Torschützen eingewechselt. Klar, das schauen wir uns nochmal an. Sehr gerne. Also, Maurice Roth, der macht da Meter, macht Meter, macht Meter, sieht die Lücke, visiert sein Ziel an. Und es ist die linke untere Ecke, keine Chance für Dominik Thürmes, den Sohnemann von Rudi Thürmes im Kasten des FCB. 66 Spielminuten. Jetzt der lange Ball, der kommt an bei Bjondic. Bjondic. Und diesmal wäre Brandscheid in der Mitte besser positioniert gewesen. Diesmal hätte sich das Abspiel gelohnt. Da sehen wir es nochmal. Schöne Kontersituation. Definitiv kein Abseits. Selbst mit unseren bescheidenen Mitteln zu sagen, ja. Bjondic macht die Meter. Ja, und da ärgert sich Brandscheid. Die mitgereisten Eintracht-Fans lassen sich davon nicht beeindrucken. Weiterhin die nächste Zeile der Eintracht-Hymne. Ah, Fehlpass. Brandscheid einfach mal mit dem Fernschuss. Und auch der sitzt. Und es ist das 5:1. 69. Spielminute. Und den kann er meines Erachtens gerne öfter auspacken. Ja. Und auch das Tor. Brandscheid. Dem Dominik Thürmes fliegen heute auch wirklich die Weitschüsse um die Ohren. Und da sehen wir es nochmal. Brandscheid nimmt den Fehlpass auf, guckt einmal nach oben und dann aus gut 22 Metern klingelt es bei Dominik Thürmes im Kasten. Und auch da ist natürlich die Freude groß. Und ich schaue mal rüber zum Kollegen vom Dänischen Volksfreund Mirko Plag. Der verdient sich heute aber so richtig sein Geld. Der kommt aus dem Achtung, Brandscheid in die Mitte zu Bjondic. Und der vertändelt. Und das hätte hier eigentlich der nächste Treffer sein müssen. Da sehen wir es nochmal. Gut von Brandscheid über die rechte Seite durchgesetzt. Und dann sucht er da Bjondic. Eine andere Option in der Mitte wäre der gerade eingewechselte Maximilian Uhlig gewesen. Einwurf erneut ausgeführt durch Noah Herber. Gut, über Bjondic weitergeleitet zu Kalweit. Jetzt kommt der Ball wieder zu Matteo Bjondic. Der geht jetzt alleine in den 16er, aber noch Bjondic will zurücklegen, bleibt dann aber hängen am gut reagierenden Dominik Thürmes. Letzte offizielle Spielminute der regulären Spielzeit ist jetzt auch angebrochen. Die Eintracht macht das jetzt natürlich hier routiniert und ruhig. Sowieso ein sehr abgeklärter Auftritt und das war's schon. Also Eintracht Trier gewinnt mit 5:1 gegen den FC Bitburg.